Morgen. Manchmal sind sie auch heute. Und manchmal hast du nicht einmal das Bett frisch angezogen. Oh Mädchen, ich hab dich gern gehabt. Ich hab gelitten wie ein Hund und hab gleich wie gesagt. Ich hab dich gern gehabt. So, ja, und es mir nicht zeigt. Nosy Rosies. Am Dienstag. Mhm. Wir haben heute, oder diese Woche einfach, haben wir ein sehr, ja, ich würde schon sagen, intimes Thema. Safer Sex für Lesben. Safer Sex heißt einfach eben, dass man sich beim Sex keine, dass beim Sex keine Krankheiten übertragen werden, etc. Blablabla. Wie ihr wahrscheinlich auch schon erfahren habt, ist das eigentlich ja nicht so das Thema oft bei Lesben, obwohl es das eigentlich auch sein sollte. Also ich meine, wir können ja nicht voneinander schwanger werden, aber wir können uns anstecken. Und zwar können wir auch die Krankheit HIV übertragen. Logischerweise nur, wenn eine von den beiden eben HIV infiziert ist, also positiv ist. Und ja, und das kann vorkommen. Auch Lesben können HIV positiv sein. Die Zahl der Infizierten sehr klein, aber ja, man kann ja immer irgendwie mit dieser Krankheit in Kontakt gekommen sein. Also man kann das ja eben durch, das wird durch Körperflüssigkeiten übertragen. Also sei es jetzt durch eben, ja, und auch eben halt zum Beispiel Blut. Also es können auch welche, die irgendwie eine Drogenvergangenheit hatten und sich dann mit der Spritze dann infiziert haben, können auch HIV-positiv sein. Oder, ich meine, ich glaube, es gibt eine Menge Lesben, die haben auch Sex mit Männern, oder es gibt Bisexuelle, oder, ja, eben, es kann halt immer sein. Es ist also komplett nicht ausgeschlossen. Deswegen gibt es auch Möglichkeiten, sich zu schützen. Und zwar ist mal die einfachste Möglichkeit, würde ich sagen, ein Kondom zu benutzen. Ja, jetzt denkt ihr so, ja, hallo, Kondom, was soll ich denn damit? Das muss man erst präparieren. Und da ich denke, dass das auf dem Bild viel leichter zu verstehen ist, wie das dann so funktioniert und so, blende ich das jetzt mal ein. Wichtig ist einfach, dass man das dann, ja, man legt das dann über die Scheide, sodass einfach nicht mehr die, Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden können. Weil man kann nämlich auch durch den Mund so etwas übertragen, weil das durch die Mundschleimhaut und so weiter und so fort können auch Krankheiten übertragen werden. Und auch Blut natürlich, also wenn jemand seine Tage hat und Blut, dann kann man auch so sich zum Beispiel eben mit dem HIV-Virus anstecken. Es geht aber natürlich nicht nur um den HIV-Virus, sondern es geht allgemein einfach um Hygiene, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Naja, wenn ihr einfach eine Partnerin habt, mit der ihr jetzt schon länger liiert seid oder so, dann müsst ihr das natürlich nicht unbedingt benutzen, weil man kennt sich ja dann auch und sollte auch ein gewisses Vertrauen da sein. Aber wenn man jetzt einfach viele oft wechselnde Sexualpartner hat, dann sollte man sich das vielleicht mal genauer anschauen. Ja, seid einfach vorsichtig dabei, wen ihr euch da aussucht bei euren Sexualpartnern, weil man denkt immer so, ach, mir passiert das nicht, aber es kann jedem von uns passieren. Und dann gibt es aber auch noch was anderes, da gibt es noch ein Femidom. Das ist, das kann man können, das ist eigentlich das Kondom für die Frau. Das können sie auch beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr nehmen. Aber das ist einfach so, man muss sich das so vorstellen. Ich habe da auch nochmal so eine Skizze. Zeige ich gleich, dass es eigentlich ein nach innen gestülpter Kondom ist. So, das ist aber auch gar nicht so billig, sowas. Und also 4 Stück kosten, ich glaube, 8 Euro. Und das ist ganz, also schon eine Menge Geld und so. Und deswegen gibt es auch sowas wie Dental Dams, was so, so viel heißt wie Lecktuch. Ja,
Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn er jetzt eben Kondom präpariert, dann ist dieses Dental Damage einfach schon fix und fertig. Also am besten, wenn er nicht wisst, wo er die kauft und so, also am besten kriegt man die auch im Internet. Also da findet ihr die schnell und sind auch da wahrscheinlich am günstigsten, weil zum Beispiel in den Apotheken ist es immer noch sehr schwer oder in Drogerien ist es teilweise so, dass es das überhaupt nicht gibt, weil ja, es wird irgendwie noch nicht allzu ernst genommen von dem Gesundheitsministerium und deswegen gibt es das eben auch da nicht. Also falls ihr da draußen mit vielen verschiedenen Leuten Spaß haben wollt und so, dann erstmal setzt mal auf euren gesunden Menschenverstand und einfach auf euer Hygieneempfinden und dann aber natürlich auch, dass also eben wenn jemand, der HIV-positiv ist oder so, der muss auch überhaupt nicht unhygienisch wirken und so und auch andere müssen nicht unhygienisch wirken. Seid da einfach ein bisschen vorsichtig, weil ja, man weiß nie. Ja, das war's für heute schon und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Woche und ich bin ja bald wieder zurück in Berlin, ich bin immer noch in der Schweiz. Salut zusammen, immer noch da und ja, das Wetter ist nicht mehr so gut. Daumen sehe ich nochmal. Okay, das war's dann. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ja? Okay, macht's gut.